Wir haben heute defensiv schlecht dagestanden, haben unsere Chancen vorne nicht gemacht. Wir haben sich früh Druck ausgeübt und ja, so haben wir auch halt die Tore kassiert. Naja, wir wollten ja halt mindestens einen Punkt mitnehmen. Haben das ja schon gegen starke Teams gezeigt, gegen Wiki zum Beispiel, dass wir gewinnen können. Auch hier haben wir schon einmal gewonnen im Pokal. Und das wollten wir halt wieder so machen, dass wir sie einfach nicht spielen lassen, früh die langen Bälle unterbinden. Das hat halt überhaupt nicht geklappt. Niemand hat richtig reingefunden und dann steht am Ende so ein Ergebnis da. Ja, ich freue mich natürlich erstmal, dass wir gewonnen haben und dass ich auch ein Tor erzielen konnte. Es war ja so, dass ich lange verletzt war und mein Trainer hat mir das Vertrauen gegeben. Ich durfte wieder von Anfang an spielen. Die Mannschaft hat mich natürlich super unterstützt und dann hatte ich auch das Glück natürlich zu treffen. Und ja, es war ein schönes Gefühl, wieder auf dem Platz zu sein. Ja, Kenny ist ja ein super Typ und spielt immer gerne und wir wollen ihn auch immer gerne spielen lassen, aber wir haben ja auch einen guten, dichten Kader. Und also das war die Aufstellung von ihm war richtig und er hat sich belohnt und hat auch ein super Spiel gemacht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hart arbeiten. Wir haben ja natürlich das Ziel aufzusteigen und wir geben halt unser Bestes, nächstes Spiel aggressiver rangehen und unbedingt die 3 Punkte holen. Es war ein wichtiges Spiel, unser Trainer meinte ein 6-Punkte-Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollten. Ich denke, es ist noch alles drin, es sind noch 8 Spiele, glaube ich, zu spielen, da ist alles drin. Wiki kann auch mal patzen und wenn die patzen, müssen wir natürlich da sein. Aber ich denke auch, wie wir heute gespielt haben, war schon beeindruckend und ich denke, dass wir eine Serie starten können. Und Wiki muss halt aufpassen, dass sie nicht patzen, weil wir werden da sein. Weiter geht's jetzt mit Concordia und dann SVNA. Auch 2 schwere Spiele in Anführungsstrichen natürlich, weil stehen unten drin, aber sollte man nicht unterschätzen, die Aufgaben generell. Und ja, aber wir werden da gewissenhaft wieder auch die Woche trainieren und dann hoffentlich mit Bestimmtheit die Punkte machen. Wir stehen ja oben gut da und wir haben zwar heute gegen ETV verloren, aber es ist halt alles noch offen. Ja, wir sind natürlich ein bisschen in der Hinterhand, weil wir jetzt natürlich darauf warten müssen, dass Victoria letztendlich dann patzt oder wer auch immer dann vor uns steht. Aber wir müssen natürlich erstmal unsere Hausaufgaben machen, unsere Spiele gewinnen und insofern, wir werden alles dafür geben und hoffen, dass wir dann am Ende die Nase vorn haben.